Hallo, hier ist Maini. Liebe Österreicher, ich entschuldige mich jetzt schon hiermit offiziell bei euch, falls ihr beim Anblick dieser leckeren Sachertorte die Buchstaben SM gelesen habt und an etwas anderes gedacht habt. Tatsächlich sollte das MS, also Mainis Sachertorte, heißen. Die saftigen Schokoböden habe ich euch bereits gezeigt und blende euch das Rezept am Ende dieses Videos ein. Die 22er Durchmesser Schokoböden halbiere ich. Wenn ihr die Sachertorte etwas saftiger haben wollt und mehr Marillenmarmelade verwenden wollt, dann schneidet die Schokoböden ruhig in drei Teile auf. Die Aprikosenkonfitüre sollte unbedingt mindestens 45% Fruchtanteil beinhalten. Das erkennt ihr an dem Zusatz extra. Da steht also drauf, Konfitüre extra. Die Aprikosenkonfitüre muss unbedingt in einem sehr heißen Zustand, damit sie besser eindringen kann, auf und um die Schokobiskuits herum eingepinselt werden. Bitte spart nicht an der Konfitüre. Bevor die Torte gleich 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank oder in der Küche gekühlt wird und die Aprikose etwas einziehen kann, verrate ich euch, dass ich auf gar keinen Fall dem Originalrezept von Herrn Sacher bzw. aus dem Hotel Sacher in Österreich nachlaufen will, zumal irgendwie niemand so genau die Originalrezeptur besitzt. Manche behaupten, der Schokoladenüberzug der Sachertorte besteht aus Glukosesirup oder Schokolade, andere verwenden Fondant oder Marzipan in der Torte, also im Biskuit drinne. Manche sagen, die Böden müssen mit Mandeln sein bzw. Marzipan beinhalten, die Glasur muss glänzen und ein S für Sacher auf jedem Stück sozusagen drauf dressiert sein und das Ganze wird dann mit Schlag, also Schlagoberst, steif geschlagener Sahne serviert. Ich sage es euch gleich, ich mache als Überzug eine ganz normale Ganache. Entweder die klassische französische Variante, der Ganache 2 Teile Schokolade und 1 Teil Sahne, damit der Überzug später nach dem Abkühlen, also beim Schneiden, richtig knackig ist. Oder die österreichische Variante, die sogenannte Pariser Crème, 1 Teil heiße Sahne, auf 1 Teil Kuvertüre kippen, schmelzen, kurz auf 28 Grad abkühlen lassen, über die Torte geben, schöner glatt streichen, als ich es mache, und die Schokolade abkühlen lassen. Die Sachertorte kann man übrigens hervorragend kühlen, lagern und sogar einfrieren. Wenn ihr etwas draufschreiben wollt, zum Beispiel S für Sacher, dann einfach eine kleine Tüte aus Backpapier drehen, von mir aus auch mit einem kleinen Tacker oder quasi mit Einrollen befestigen, temperierte Kuvertüre reingeben und drauf dressieren. Ich bin mir sicher, ihr habt eine viel schönere Schrift als ich. Genießt die Sachertorte mit Sahne und einem schönen Käffchen in einer freundlichen Runde und fordert die Runde auf, meinen Kanal zu abonnieren.